Guten Morgen. Die erste Woche ist vorbei von meiner Challenge, einen Monat mit so wenig Geld wie möglich, ja, auszukommen und trotzdem rohköstlich zu leben. Diese Challenge ist eine Challenge für mich. Ich sage das nur noch einmal, weil vielleicht der ein oder andere kommt und sagt, hey, das, wie du das gemacht hast, ne, das kann ich so nicht machen. Und deswegen, das ist eine persönliche Challenge für mich. Vielleicht findet ihr das ein oder andere davon interessant, nachahmungswert oder einfach nur unterhaltend. Ich habe in der ersten Woche, oder ich zeige euch erstmal, was ich gegessen habe und danach sage ich euch, was ich in der Woche ausgegeben habe. Und das ist einfach, ja, total. Ich habe es ja schon in der Überschrift, glaube ich, geschrieben, wie viel ich ausgegeben habe. Einfach nur faszinierend. So, und jetzt zum späten Frühstück oder Mittag, wie man es auch immer bezeichnen möchte, gibt es einen Smoothie. Und ja, ich habe mir aufgeschrieben, was es genau kostet. Ich habe mich jetzt hier, also beim Bananen switche ich um von Bio-Banane auf normale Banane. Ich hatte noch den Preis von den normalen, von den Bio-Bananen genommen. Aber hier geht es wirklich, ist eine Challenge und da geht es wirklich auch um den Preis oder in erster Linie um den Preis. Und deshalb gibt es normale Bananen. Das heißt, ja, die Bananen, die ich hier reingetan habe, kosten dann 30 statt 50 Cent. 5 Cent die Linsensprossen, die 13 Cent Grünkohl, Apfel, Zucchini und Gurke habe ich aus dem Garten und 4 Cent Haferflocken. Und ja, das ist jetzt mein Smoothie und mal sehen, wie er schmeckt. Das Wichtigste ist natürlich der Gesamtpreis des Smoothies, 52 Cent. So, das ist mein zweites Mal heute und damit auch mein letztes. Und das ist ein Blumenkohl, das sind drei Zucchini und das ist eine Gurke. Und dafür habe ich insgesamt 9 Cent bezahlt. Ha! Wie habe ich das gemacht? Der Blumenkohl hat 9 Cent gekostet, war allerdings nicht mehr so viel Gutes dran. Aber das ist bei Kaufland Samstagabend reduzieren die immer sehr, sehr stark. Und dieser Blumenkohl war halt wirklich schon ziemlich angemacht. Aber ich habe es nur gerettet, hat 9 Cent gekostet. Und die Zucchini und die Gurke, die habe ich von einem Gartennachbarn. Und da musste ich gar nichts bezahlen, sondern der hat einfach zu viel. Und wer zu viel hat, da gibt es mir. So einfach ist das. So, die Challenge beginnt. Das erste Mal ist das, was wahrscheinlich auch zum Standard wird. Hier drunter sind Haferflocken. Das heißt 200 Gramm ungefähr Haferflocken. Und das sind Pfirsiche, die sind wild geerntet. Da musste ich nichts für bezahlen. Das heißt, ja, kostenlos. Und das sind einfach nur Leinsamen. Mit der Leinsamen, die tue ich mit Wasser vermixen, so dass eine Leinsamenmilch entsteht für die Omega-3-Fettsäuren. Und ja, das beides ist sozusagen mein Frühstück und kostet, ich muss es noch genau nachrechnen, aber wahrscheinlich so ja, 70 Cent, denke ich mal. So, jetzt habe ich jemanden oder beziehungsweise zwei Leuten, eigentlich waren es drei, beim Umzug geholfen und ja, habe dafür Gurken und Tomaten essen können, ja, bis ich satt bin und habe auch Brennnesseln gegessen. Brennnesseln, Gurken und Tomaten und ja, bin auch jetzt satt nach dem Umzug und werde zu Hause noch wahrscheinlich zwei, drei Äpfel essen aus dem Garten und ja, habe dann sozusagen heute ein bisschen gearbeitet und dafür dann sozusagen Essen bekommen. Und da bleibt es heute wirklich bei dem Haferbrei am Anfang oder Haferflocken mit den Bananen und ja, wieder sehr zufrieden für den zweiten Tag. So, heute Morgen gibt es wieder Haferflocken und diesmal sind 200 Gramm Bananen statt Pfirsiche. Die habe ich auch gekauft. Das heißt, 200 Gramm Bananen sind ungefähr ja, 20 Cent. Ich glaube, 18 Cent muss ich noch genau ausrechnen. Ich glaube, 89 Cent habe ich fürs Kilo bezahlt. Bananen. Das sind keine Bio-Bananen mehr, sondern normale Bananen. Aber ja, logisch, man kann halt dann jetzt eben keine Bio-Qualität mehr kaufen. Und ja, und das sind halt Leinsamen. Die werde ich wieder mit Milch auffüllen. Und ja, wir einfach halt mal einen Sesam heute weglassen. Und einfach, weil die Bananen halt jetzt 20 Cent gekostet haben, deswegen kann ich mir halt oder möchte ich mir den Sesam nicht leisten, sondern nehme einfach die Leinsamen only. Und ja, dann schaue ich mal. So, heute Abend lasse ich es mal richtig krachen. Und zwar ist das Bananeneis. Es ist jetzt nicht ganz so einfach zu berechnen, weil ich nicht weiß, wie viel ja, Bananen das sind. Ich vermute mal, das wird so ein Kilo Bananen sein. Also wird mich das ungefähr hier 1 Euro kosten. Dazu habe ich noch ein bisschen Mohn reingemacht. Wird vielleicht so bei 5 Cent liegen, rechne ich noch genau aus. Aber ich denke mal, so ungefähr 1 Euro Bananeneis gibt es jetzt zum Abend. Und ja, das empfinde ich schon als ziemlichen Luxus.
So, jetzt gibt es sozusagen, das ist der YouTube-Bonus, einen kostenlosen Snack. Das sind hier Feigen. Dings. Die sind zwar schon überlagert vom 29. November 2016, also über ein Jahr überlagert, aber na, schmecken. Ich habe gerade die Kost, schmeckt immer noch gut. Ich habe die geschenkt bekommen von einem Zuschauer und ja, das ist der Snack, den ich sozusagen, ja, mit dem ich heute meinen Tag beginne. So, jetzt gibt es ein dekadentes Frühstück. Und zwar Bananen 200 Gramm. Dann 10 Gramm Sultanin. Der kostet die 250 Gramm Packung 80 Cent bei Lidl. Und dann habe ich noch 5 Gramm Mohn. Mohn ist auch nicht so teuer. Muss ich aber noch gucken, was der Preis war, um das genau auszurechnen. Und 200 Gramm Haferflocken. Immer bin ich irgendwie bei 60 Cent. Und da habe ich halt jetzt wirklich Rosinen dabei, Bananen und Apfel. Der Apfel ist kostenlos aus dem Garten. Das ist noch nicht ganz reif gewesen, aber ich habe halt trotzdem gepflückt. Mohn. Dazu halt noch eine Leinsamenmilch drüber. Und dann hast du ein richtig vollwertiges, preiswertes Frühstück. Und ich bin begeistert. Und jetzt gibt es eine Gurke aus dem Garten. So, und jetzt präsentiere ich das Ergebnis vom Food Sharing. Das sind Zucchini, Tomaten, Paprika und Gurke. Alles dabei. Teilweise ein bisschen ramponiert, aber das gibt einen riesengroßen, leckeren Salat. So, zum Morgen gibt es wieder preiswert und vollwertig. Und zwar sind das Haferflocken 250 Gramm. Und diesmal sind es, glaube ich, fast 300 Gramm, weil das geht schon fast über den Deckel hier. Dann Bananen, 3 Stück. Und zum Süßen habe ich mich für Rosinen entschieden. Bananen sind schon süß, weil sie reif sind, aber fehlt mir noch ein bisschen was. Und ja, will kein Stevia oder Zucker dran machen, sondern nehme einfach Rosinen, weil dann sind sie mir zu teuer. Rosinen kosten 80 Cent, 250 Gramm. Und ja, das sind ungefähr 20 bis 30 Gramm, was ich jetzt zum Süßen genommen habe. Und entsprechend, ja, könnt ihr euch ja ausrechnen. Beziehungsweise ich rechne es euch vielleicht am Ende des Videos mal aus, was das insgesamt kostet. Und natürlich nicht zu vergessen, die Leinsamen und der Sesam mit die Milch kommt oben drauf. Das ist immer dasselbe. Leinsamen, Sesam, jeweils 20 Gramm mit Wasser gemixt. Das kommt oben drauf. Das ist dann sozusagen die, ja, die Sesammilch. Ich habe mir jetzt ein paar Zucchini-Chips gemacht. Und das hier ist Bananen-Haferflocken-Brot. Das heißt, ich habe Haferflocken genommen und Bananen und bei unter 40 Grad hier einfach gedörrt. Und so habe ich meine etwas festere Konsistenz und ja, ist einfach mal was anderes. Aber nichts anderes natürlich außer Haferflocken und Bananen, was ich auch so gegessen habe. Und mal so ein Riegel quasi. So, jetzt mal mit Hanfsamen. Ich bin mal gespannt, was das kostet. Es sitzt eine Banane drin, also ungefähr 100 Gramm, ein Apfel. Und ja, Hanfsamen. Und dann habe ich noch so Chia-Topping. Das habe ich geschenkt bekommen. Ja, von jemandem, der das auch nicht geschenkt bekommen hat. Aber der war dafür verantwortlich, dass das, was nicht mehr in den Handel gehen konnte, dass das sozusagen verteilt wurde. Und das wurde dann alles verteilt, das ist übrig geblieben. Und der hat es mir gegeben. Und das habe ich dann auch noch mit reingemacht. Aber im Großen und Ganzen sind hier 200 Gramm Haferflocken, ein Apfel, eine Banane und Hanfsamenmilch. Und das hier ist aus dem Garten, Möhren, Gurken und Paprika. So, heute bin ich den ganzen Tag auf der Messe und dann nehme ich hier einfach 16 von diesen, ja, Müsli-Riegeln mit, selbstgemachten Müsli-Riegeln, keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Das sind ungefähr 200 Gramm Haferflocken und 400 bis 500 Gramm Bananen. Das spricht, es kostet ungefähr 50 Cent, solche 16 von den Müsli-Riegeln und ja, wird mich dann wahrscheinlich erstmal über den Tag bringen. Mal sehen, wann ich wiederkomme, ob ich bis heute Abend unterwegs bin oder nicht. Auf jeden Fall, ja, wenn man auswärtig ist, ja, ist halt schwer, preisgünstig zu essen. Und deswegen hier mit diesen Bananen-Haferflocken-Riegeln, das passt schon. Und da ist er wieder, mein Smoothie. Allerdings ist das eine ziemlich abgespeckte Version. Da ist jetzt Zucchini aus dem Garten drin, Grünkohl gekauft, gefrorener Grünkohl und Bananen und Leinsamen. Und ein Apfel aus dem Garten. Ich weiß nicht genau, was es gekostet hat, aber ich vermute mal, der wird so bei 50, 60 Cent trotzdem liegen. Das heißt, das ist ein Smoothie, den ich mir sogar leisten kann. Auf jeden Fall freue ich mich mal wieder, einen Smoothie zu trinken zum Morgen.
So, das ist auch wieder ein Salat, der quasi komplett aus Foodsharing besteht, bis auf eine Gurke, die sozusagen aus meinem Garten ist. Ansonsten ist es halt einfach nur Foodsharing. Das war ein halber Brokkoli und ja, das waren drei mehr oder weniger ganze Tomaten. Und ja, und dann halt eben Zucchini, die halt die Leute immer gerne weggeben, weil sie denken, die können sie nur gekocht oder so essen. Die kannst du wunderbar als Salat essen, Zucchini. Und ja, da gibt es jetzt sozusagen einen Zucchini-Salat. So, jetzt stehen wir mal hier direkt an der Quelle, die letzten Pfirsiche meines Pfirsichsbaums. Und ja, der wird jetzt einfach gegessen. Bananeis mit Haferflocken. Jetzt mal einfach mal testen, wie beides zusammenschmeckt. Ja, ich habe in der ersten Woche 6,83 € ausgegeben. Eine Woche lang Rohkost. Also unter 1 € pro Tag habe ich ausgegeben für eine vollwertige Rohkost. Ich habe ja schon bei dem Video zu diesem Flocker ja mal so Chronometeranalyse gemacht und daran sieht man, dass das halt diese Haferflocken mit Leinsamenmilch quasi schon ja fast eine vollwertige Mahlzeit. Da fehlt nur noch Vitamin C und Vitamin K und Vitamin E ein bisschen. Ansonsten ist das vollwertig und das ist nur eine Mahlzeit und die kostet halt zwischen 50 und 70 Cent, je nachdem, ob man da noch Mohn reintut oder Sesam. Und auf jeden Fall, ja, bin total begeistert. Also ich bin unter 7 € die erste Woche geblieben und dabei habe ich noch nicht mal containert und ich war nur zweimal beim Foodsharing. Und ja, Foodsharing kannst du quasi jeden Tag, wenn du nur lange genug mit dem Rad fährst, kannst du dir was abholen. Und ja, containern war ich noch gar nicht. Das heißt, da ist noch Potenzial nach oben. Und ich habe jetzt für eine Woche 6,83 € ausgegeben mit gesunder und vollwertiger Rohkost. Also ja, ich bin sehr gespannt, wo ich am Ende landen werde. Für einen Monat Essen und Trinken. Und also wenn ich die Pace halten kann, also wenn ich das wirklich halten kann, dann bleibe ich jetzt sogar unter 30 €. Aber ich kenne mich. Ich glaube, ich werde auch einfach mal irgendwas kaufen oder sowas. Ne? Die erste Woche war ich ja jetzt wirklich sehr strikt. Aber ja, ich mal sehen. Einfach schauen, wie die zweite Woche läuft. Und ja, ich werde euch irgendwie auf dem Laufenden halten. Ich weiß nicht, ob ich wieder alles aufnehme oder ob ich ja einfach ein paar Tipps gebe. Ich möchte mir da keine Restriktionen machen. Auf jeden Fall, ja, freue mich einfach unter 7 € für die Woche. Rockbast ist einfach Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Und ja, der Flocker ist natürlich einfach so das Kernelement davon, ne? Der Hafer. Und ich habe euch auch mal unten jetzt den Hafer verlinkt, den ich kaufe. Ich habe einen 25-Kilo-Sack in Bio-Qualität und garantiert Rohkostqualität. Ich habe da nochmal nachgefragt, gekauft. Und ja, dass man auch wirklich sicher sein kann, dass man dann halt auch wirklich vollwertig ist. Und ich fühle mich auch sehr, sehr gut. Das kommt noch dazu. Also es, ja, ich habe ja ein Video schon dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es schon veröffentlicht habe oder ob es noch kommt, wo es um das Essen als Genuss geht. Und da will ich gar nichts drüber sagen. Also, Thema heute, ja, unter 1 € pro Tag vollwertige Rohkost. Ich bin begeistert. Seid ihr es auch? Mal schauen in den Kommentaren, ob da, was da kommt.